Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Nachrichten hier bei Güstrow TV. Und wir starten als allererstes mit einer wichtigen Meldung von Rebus. Aktuell gibt es eine Havarie in der Niklotstraße. Aufgrund eines Fahrbahnschadens in der Niklotstraße wurde diese mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres gesperrt. Die Linie 201 verkehrt von der Lindenallee über die Wendenstraße zum Haus des Handwerks und die Linie 204 verkehrt vom Niklotstadion über die Neukrugerstraße und Wendenstraße zum Distelberg und weiter nach Fahrplan. Für die Linie 204 entfallen die Haltestellen Werlestraße, Sukower Platz und Waldweg, zusätzlich für die Linie 201 auch Sukower Graben und Tannenhof. Als Ersatzhaltestelle für die Werlestraße ist die Wendenstraße benannt. Die Umleitungsstrecke in grün eingezeichnet, wie auf dem Bild erkenntlich, für die Linie 201 und 204 von Bockhorst kommend. Die gelbe Linie ist aktuell nicht befahrbar. Tja, wir hoffen, dass der Fahrbahnschaden dort schnellstmöglich behoben werden kann und der Linienverkehr dann dort auch bald wieder in normalen Bahnen laufen kann. Keine Havarie, aber trotzdem eine langfristige Sperrung erwartet uns ab jetzt auch im Schwarzen Weg. Wir schauen einmal rein, warum sich das genauso verhält. Seit Anfang der Woche laufen die Vorbereitungsmaßnahmen im Schwarzen Weg auf Hochtouren. In der kommenden Woche soll es hier mit der ersten von zwei Baumaßnahmen losgehen. Die Gemeinschaftsmaßnahmen des städtischen Abwasserbetriebes und der Stadt Güstrow sorgen in den nächsten Monaten für einige Einschränkungen auf dem bei Fahrradfahrern und Fußgängern beliebten Weg. Gerald Lübers, Betriebsingenieur beim städtischen Abwasserbetrieb, und Udo John, Geschäftsführer der BMR Tiefbau GmbH aus Rostock, haben sich mit uns getroffen und uns von den Plänen erzählt. Ja, es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme vom Abwasserbetrieb und der Stadt Güstrow. Also zuerst findet hier der Kanalbau statt, hier von den Domwiesen, vom Regenrückhaltebecken bis hoch an die Goldberger Straße. Das ist die Vorflutleitung für die künftigen Kanalbaumaßnahmen im Goldberger Viertel, also alles, was hier oberhalb der Pustekuhstraße und der Weinbergstraße sich befindet. Das wird in der nächsten Woche beginnen. Und im Frühjahr oder im frühen Winter wird sich dann von der Stadt Güstrow hier eine Straßenbaumaßnahme anschließen. Das heißt, alle Oberflächen in diesem Bereich werden erneuert. Auf welche Einschränkungen können wir uns dann in den nächsten Monaten einstellen? Also ich spreche erstmal für den ersten Abschnitt, den wir gemeinsam im Prinzip im Auftrag haben. Wir haben neulich festgelegt, dass es für die städtische Baumaßnahme nochmal eine Extra-Runde hier vor Ort geben wird. Es wird im Prinzip so sein, dass hier kein Durchgangsverkehr mehr möglich ist. Man muss sich vorstellen, dass wir hier also Kanäle bis DN800, also 80 cm Durchmesser, in der Tiefe von 3 Meter verlegen. Dazu ist große Technik erforderlich. Da haben wir Bagger, LKW, Radlader hier. Das heißt, der Durchgangsverkehr ist nicht möglich. Die Anlieger, die hier ansässig sind, einschließlich Gewerbetreibende, einschließlich auch des Studentenclubs hier, da werden wir Möglichkeiten schaffen, dass das fußläufig zu erreichen sein wird. Aber der Verkehr mit Fahrzeugen wird generell nicht möglich sein. Aber fußläufiger Verkehr werden wir in einer gewissen Art und Weise ermöglichen. Gerald Lübers hat dazu noch einige Ergänzungen. Ja, also wichtig ist, wir lassen wirklich nur den Anliegerverkehr durch, hier zum Grundbuchamt und zum Mensa und zum Stuck. Der Fußgänger- und Radfahrerverkehr, wie wir den kennen, so hier über den Weg und die Holzbrücke zur Stadt rein, den wird es nicht mehr geben. Aus Arbeitsschutzgründen für die Baufirma und auch für die Passanten müssen wir wirklich zumachen. Das heißt also, an der Holzbrücke wird massiv abgesperrt und auch hier unten an der Wiese. Also hier kann wirklich keiner mehr durch, kein Radfahrer, kein Fußgänger. Das ist wirklich einschneidend, weil hier natürlich dieser Weg rege genutzt wird von den Verkehrsteilnehmern. Von wann bis wann diese Baumaßnahmen nun stattfinden werden, erzählte uns Udo John abschließend. Also wir hoffen, dass wir zum 1. November beginnen können, wenn alles nach unserem Plan läuft. Und eigentlich ist die Zielstellung, den Kanalbau bis Ende des Jahres abzuschließen. Nun ist allen die Materiallage am Baumarkt, glaube ich, bekannt. Wir hoffen, dass wir die Materialien alle rechtzeitig ranbekommen, dass uns nicht in die Quere kommt, dass uns der Winter auch nicht zu früh einholt. Und dann sollte ein Großteil des Kanals geschaffen werden. Und die städtische Baumaßnahme, wie gesagt, soll sich nach Abschluss des Winters im Prinzip, da wissen wir auch alle nicht, wann das ist, über einen Zeitraum von 15 Wochen in etwa hinziehen. Aber dazu wird es nochmal eine gesonderte Runde dann im Frühjahr geben. Soweit wir schon einmal in die Pläne schauen durften, können wir uns aber auf das finale Ergebnis jetzt schon freuen. Wir werden den Bauvorschritt im Schwarzen Weg natürlich weiter verfolgen und drücken jetzt erst einmal die Daumen, dass die Bauarbeiten so stattfinden können, wie sie geplant sind.
Auf der Stadtvertretersitzung am letzten Donnerstag wurde der Stadtpräsident Andreas Ohm gewürdigt. Er ist seit nunmehr 15 Jahren in der Stadtvertretung aktiv und erhielt deshalb eine Urkunde der Stadtvertretung und einen Blumenstrauß. Da er sich die Urkunde natürlich nicht selbst überreichen konnte, übernahm dies der stellvertretende Stadtpräsident Philipp D'Acunha. Des Weiteren wurde auf der Sitzung informiert, dass Thorsten Renz nun der Fraktionsvorsitzende der CDU ist und Hans-Georg Kleinschmidt diesen Posten bei der SPD übernommen hat. Ein Tagesordnungspunkt war der Antrag der CDU-Fraktion auf Aussetzung der Parkgebühren während der Adventszeit in der Altstadt. In der Zeit vom 27. November bis zum 24. Dezember solle das Parken in der Innenstadt kostenlos sein. Damit soll die Innenstadt belebt, der Einzelhandel und die Gastronomie unterstützt werden. Nach einigen Diskussionen wurde diesem Antrag mehrheitlich zugestimmt und somit wird das Parken im Advent in der Altstadt kostenlos. Und auch im Thema Tourismuskonzeption gibt es Fortschritte. Es geht um die Entwicklung und Förderung der touristischen Entwicklungen in unserer Stadt in den kommenden Jahren. Alle Einwohner waren dazu aufgerufen, an einer Befragung teilzunehmen. Im Prozess der Erarbeitung der Fortschreibung der Tourismuskonzeption und der Mitwirkung der Öffentlichkeit soll nun nach diesem ersten Schritt ein weiterer folgen. Am 3. November findet um 18.30 Uhr im Stadtvertretersaal des Rathauses ein Diskussionsforum statt. Erste Ergebnisse der Befragung werden vorgestellt und darauf basierend die zukünftige Schwerpunktsetzung diskutiert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zu informieren, ihre Anregungen und Ideen zu touristischen Entwicklungen unserer Stadt mit einzubringen. Wir sind gespannt, wir werden definitiv nächste Woche auch mit vor Ort sein und rufen damit nochmal alle Güstrowerinnen und Güstrower auf, auch mit ins Rathaus zu kommen und ihre eigenen Ideen dort vorzutragen. Ja, und auch das Thema Fahrradwege ist im Bereich Tourismus in und um Güstrow nicht gerade unwichtig und auch da gibt es tolle Neuigkeiten zu berichten. Feierlich wurde am vergangenen Montag der Radweg zwischen Bölkow und Myrosin an der K21 eröffnet. Vertreter der Gemeinde, des Landkreises und vom zuständigen Ingenieurbüro Kulter übernahmen dies mit dem obligatorischen Schnitt eines Bandes. Auf 1380 Metern können sich nun Radfahrer, Fußgänger oder auch Menschen mit Rollatoren unbeschwert an der Straße entlang bewegen. Bürgermeister Dr. Ulrich Blau hatte dieses Vorhaben für seine Gemeinde schon lange im Blick. Allerdings brauchte dies besonders viel Zeit. Wir haben ja seit 2006 daran gearbeitet, hier diesen Radweg zu erstellen. Daran sieht man mal, wie viel Zeit es braucht. Es mussten auch Grundstücke erworben werden, getauscht werden. Dazu hatten wir dann von 2009 bis 2013 das Bodenordnungsverfahren hier in Bölkow realisiert. Da konnten wir die Grundstücke dann entsprechend erwerben bzw. tauschen, damit dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden erst einmal. Seit Mai diesen Jahres wurde an dem Weg gearbeitet, für den der Landkreis Rostock 580.000 Euro ausgegeben hat. 75% dieser Summe wurden mit Fördermitteln finanziert. Die Materialien dafür konnten im Hof Rosin zwischengelagert werden. Das war eine große Hilfe. Matthias Thomas, Sachgebietsleiter Straßenbau und Verkehr beim Landkreis Rostock, freute sich, den ersten Bauabschnitt nun freigeben zu können. Schließlich wollen viele sportlich und umweltbewusst mit dem Rad unterwegs sein. Und natürlich zeigte sich auch der Bürgermeister sehr erfreut. Wir sind natürlich jetzt froh, besonders die Menschen hier in Bölkow, dass die Kinder, die wir ja hier zuhauf jetzt im Moment haben, auch jetzt mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Aber auch die Kinder, die nach Güstrow müssen, können jetzt mehr das Fahrrad nutzen, wenn das Wetter es zulässt, um dann nach Güstrow zu fahren, ohne die Straße letztendlich zu berühren. Das ist eben die tolle Sache. Auf dieser Strecke zwischen Myrosin und Bölkow wartet auf die Radler übrigens eine Bank. Diese ist nicht nur zum Ausruhen gedacht, sondern jeder, der sich hier niederlässt, kann einen herrlichen Blick über die Landschaft genießen. Die Arbeiten am Radweg werden weitergehen. Im kommenden Jahr ist erst einmal der zweite Bauabschnitt geplant. Insgesamt soll der Weg von Myrosin über Bölkow und Baden-Dieck bis an die Goldberger Chaussee heranführen. Und auch in einem anderen Thema war unsere Stimme gefragt. Wir hatten es bereits in der letzten Woche angekündigt. Der Vogel des Jahres 2023 wurde vom NABU gesucht und nun steht der Gewinner fest. Gewonnen hat das Braunkehlchen. Auf Platz 2 dahinter folgte der Feldsperling. Den dritten und vierten Rang belegten der Neuntöter und der Trauerschnäpper.
und das Teichhuhn folgte etwas abgeschlagen auf dem letzten Rang. Insgesamt wurden fast 135.000 Stimmen für die Kandidaten eingereicht. Das Braunkehlchen erhielt davon alleine 58.609 Stimmen. Wir gratulieren ganz herzlich. Ja, und tierisch geht es weiter. Der Platzwart der Mela hat vor einigen Wochen auf dem Gelände in Mühlengeetz eine streunende Katze aufgenommen. Diese brachte nach kurzer Zeit auch ihren Nachwuchs mit an die Futterstelle. Die Katzenmama ist den Kollegen mittlerweile sehr zugetan und darf das Messegelände jetzt mittlerweile ihr Zuhause nennen. Für die beiden circa 10 Wochen alten Kater Trick und Track wird nun aber ein liebevolles Zuhause gesucht. Wer sich jetzt schon in einen der beiden Strolche verliebt hat, kann sich einmal bei den Kollegen an der Matz melden und sich gerne einmal die Kater vor Ort anschauen. Wir drücken die Daumen, dass die beiden ein schönes Zuhause finden. Ja, und wer bei einer schwarzen Katze an Halloween denken muss, für den haben wir jetzt noch einen tollen Basteltipp von den Kids von Kids TV. Viel Spaß dabei! Zu Kids TV bei uns im Südsteckclub. Hallo Wienstiefertür, deshalb schnitzen wir heute die Kürbisse. Dazu brauchen wir einen Kürbis, ein großes Messer, einmal Schnitzwerkzeug, Handschuhe, Abfallbehälter, Vorlagen, Stifte, Permanentmarker, Teelichter und Kerzen und Schürze. Und Kinder, passt auf, die Messer sind scharf, also holt euch am besten Erwachsenenhilfe. Jetzt zeichnen wir die Vorlage, damit wir den Deckel ausschneiden können. Und danach füllen wir die Kürbisse aus. Unser Muster und danach schneiden wir es aus. Malst du die Nase und ich den Mund? Ja, okay. Ich liebe es so. Jetzt machen wir mit dem Kleinen. Ja, bitte. Oh, das sieht schon richtig cool aus. Danke. Oh ja, ich hoffe, unser es wird auch gut. Guck mal unsere Augen an. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Trick für euch. Wir machen jetzt Haarspray oder man kann Haarspray oder Vaseline da rein machen. Dann hält das länger. Und dann verschimmelt er nicht. Also hält er länger. Genau. Und das machen wir jetzt mal. Am besten vorsichtig und auch nicht zu viel. Ich glaube, das reicht. Der Stoff halten. Und jetzt können wir eigentlich schon mit dem. So, jetzt nehmen wir das Teelicht und machen das da rein und ja. Darf ich noch? Zuerst zünden wir das an am besten, weil wenn wir es drin anzünden, wer weiß, was passiert. Und jetzt ganz vorsichtig, da solltet ihr euch am besten auch Hilfe von Erwachsenen nehmen. Rein tun. Und jetzt heißt es Süßes oder Saures. Wir hoffen, dass unsere erste Folge Kids TV euch gefallen hat und schaltet auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn es heißt Kids TV!
Nun noch eine erfreuliche Nachricht aus der Fachhochschule. Der kommissarische Direktor der Fachhochschule, Dr. Stefan Metzger, hat den 44-jährigen Dr. Mirko Faber am 24. Oktober die Ernennungsurkunde zum Professor für Rechtswissenschaften überreicht. Der promovierte Jurist ist nach mehrjähriger Tätigkeit als Rechtsanwalt in eigener Kanzlei 2015 in den Landesdienst eingetreten und hat seither in unterschiedlichen Gebietsbereichen und zuletzt als Hochschuldozent an der Fachhochschule gearbeitet. Ich freue mich, dass ich unseren engagierten und hochqualifizierten Kollegen zum Professor ernennen konnte und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg bei seiner Tätigkeit an der Fachhochschule. So Herr Dr. Stefan Metzger. Herr Dr. Faber wird das Fachgebiet Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Polizei- und Ordnungsrecht in Lehre, Forschung und Fortbildung ab dem 1. November 2022 als Professor vertreten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und zum Abschluss möchten wir noch einmal auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen, welches sich die AWO mit dem Standort am Platz der Freundschaft zum Thema einer Ausstellung gemacht hat. Sehen Sie selbst. Das Thema häusliche Gewalt ist und bleibt ein aktuelles Thema, das uns alle angeht. Eine Ausstellung unter dem Motto Zivilcourage hilft wurde in dieser Woche eröffnet. Sie fordert jeden auf, nicht wegzusehen oder wegzuhören, wenn es um dieses sensible Thema geht. Dr. Inken Baller, als Leiterin des Familien-Freizeit-Lernberatungszentrums der Arbeiterwohlfahrt, möchte immer wieder darauf aufmerksam machen. Wir als Mitarbeiter des AWO Familien-Freizeit-Lernberatungszentrum wollen auch wieder Stellung beziehen, denn die Zahlen sind bundesweit um 2100 gestiegen. Im Landkreis, was die ersten Abfragen waren, hat ergeben, dass es so circa 30% mehr Fälle von häuslicher Gewalt gibt. Der Respekt unter den Menschen nimmt leider ab, die psychische Gewalt nimmt zu und wir wollen mit dieser Ausstellung ein Zeichen setzen und bieten auch Gruppen die Möglichkeit, diese Ausstellung zu besuchen und dass wir gemeinsam zu dem Thema ins Gespräch kommen und einfach ein Stückchen auch wachrütteln wollen. Künstler und Grafikdesigner haben sich im Frühjahr 2020 im Rahmen eines Wettbewerbs des Vereins Stark machen mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Ausstellung ist jetzt, im Vorfeld der Anti-Gewalt-Woche, bis zum 25. November im Foyer des FFLZ in der Güstrower Südstadt zu sehen. Interessenten können gerne in der Südstadt am Platz der Freundschaft 3 vorbeikommen. Bei Gesprächsinteresse wäre es gut, sich vorher unter der eingeblendeten Telefonnummer einmal anzumelden. Im November ist zu diesem Thema außerdem eine Schaufensteraktion von Mitarbeitern des Frauenschutzhauses geplant. Im Schaufenster am Markt 9 soll ihre Arbeit und der Verein Arche e.V. etwas genauer vorgestellt werden. Ab der zweiten Novemberwoche wollen die Mitarbeiter jeweils am Dienstag und Donnerstag zeitweise vor Ort sein und sich Zeit für Gespräche nehmen. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Sichert euch jetzt eure Tickets für einen unvergesslichen Abend. Thank you.
Willkommen beim Sport. Hier folgt nun ein kleiner Ausblick auf das kommende Wochenende. Wir beginnen beim Fußball. Die erste Männermannschaft des GSC 09 muss zu Hause gegen den FC Schönberg ran. Anstoß ist am 29.10. um 14 Uhr. Vorher spielt die zweite Männermannschaft ebenfalls zu Hause gegen den FC Motor Neubrandenburg Süd. Anstoß ist bereits um 12 Uhr. Und die A-Junioren müssen auswärts ran gegen den FC Anker Wismar, auch am 29.10. um 10.30 Uhr. Wir drücken allen Mannschaften fest die Daumen. Und auch beim Handball steht wieder ein Spiel an. Die Männer müssen zum TSG Wismar reisen und werden dort um 16 Uhr am Sonntag dann hoffentlich auch wieder einen Sieg einfahren. Wir drücken ebenfalls fest die Daumen. Und abschließend ist dann am Sonntag um 18 Uhr noch eines der Highlightspiele der Seawolves Rostock, ebenfalls zu Hause. Dort kommt dann Alba Berlin zu Besuch und wir drücken ganz fest die Daumen, dass wir nächste Woche an dieser Stelle ebenfalls wieder über einen Heimsieg berichten können. Willkommen beim Wetter. Der heutige Freitag war mit 12 bis 20 Grad und mit bis zu 8 Stunden Sonne ein perfekter Start in dieses Herbstwochenende. Auch morgen wird es bei 11 bis 15 Grad und 5 Stunden Sonne immer noch sehr mild. Allerdings kann dann zum Nachmittag hin das ein oder andere Wolkenband über Güstrow ziehen. Also der perfekte Moment, um dann einmal zur Spielemesse nach Rostock zu fahren. Und am Sonntag erwarten uns dann wieder 9 bis 20 Grad und 9 Stunden Sonne. Da geht es dann am besten raus in die Natur und das Wetter genießen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Best-of. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ja, herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute möchte ich euch zeigen, was mit Farbe alles so geht. Unser heutiger Wahlspruch lautet: Du hast die Gabe und wir die Farbe. Und wie ihr das seht, können wir über 100.000 verschiedene Farbtöne anmischen. Das ist schon ganz toll, das heißt auch Farbrezepte, aber auch wenn es lecker aussieht, nicht kosten. Wir können auch die Farbe für euch heraussuchen, von der ihr gar nicht wisst, dass die euch gefällt. Ja, das ist fast schon Gedankenlesen. Wir sagen euch, was zueinander passt, wir sagen euch, wie Farbe funktioniert und wir können auch dafür garantieren, dass diese Farben, die wir euch anbieten, tatsächlich auch den aktuellen höchsten Anforderungen im Bereich Umweltschutz und ja, Lebensraum entsprechend. Hier zum Beispiel farbenfreie Farbe für Kinderzimmer. Ja, den Rest überlasse ich euch. Bleibt bei uns soweit. Gemeinsam geht das.